Find the Pro auf Schalke. Diese besondere Edition hat mein Team auf die Beine gestellt. Um Profifußballer zu werden, müssen die Jungs über sich hinauswachsen. Weltmeister Olaf Thon hat sich für uns Zeit genommen, um uns bei der heutigen Entscheidung zu unterstützen. Wer ist der Pro-Spieler und wer hat das Zeug dazu, sich in einem Probetraining bei einer Profimannschaft zu beweisen? Freunde, ein neues YouTube-Video. Heute geht es wieder darum, den Pro-Spieler zu erkennen. Wir haben wieder richtig coole Spieler dabei und auch eine ganz besondere Jury. Aber was noch viel, viel cooler ist, wir sind hier zum ersten Mal ja bei einem Profi-Gelände. Wir sind zu Besuch bei Schalke 04. Das hat mein Partner GGM Gastro möglich gemacht. Riesen Dank, Dankeschön dafür. Und jetzt will ich gar nicht so lange labern, kommen wir direkt zur Juryvorstellung. So Freunde, mich kennt ihr vielleicht schon, der Fußball-Creator und Spieler bei D-Lay Sports. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Leuten. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Carlo Angelotti und ich suche den neuen EV für meinen Kickbase-Account. Nein, Spaß. Mein Name ist Casey Revel, ich bin Rapper und auch sehr Fußball interessiert, habe auch selber mal Fußball gespielt und habe, glaube ich, auch ein bisschen ein Auge dafür. So, mein Lieben, mein Name ist Agit Kavayel, Profiboxer im Schwergewicht, aktuell Europameister im Schwergewicht und ich werde mir heute auf jeden Fall die Fitness von den Jungs angucken und ich habe schon auf jeden Fall ein, zwei im Auge. Also wenn die es nicht hinkriegen, sehen wir uns gleich auf dem Parkplatz. Jo, was geht, Leute? Mein Name ist Kanya, wie ja, Ex-Profispieler. Ja, wegen einer Knöchelverletzung bin ich heute YouTuber und ja, mal schauen. Nein, Spaß zur Seite. Ja, ich bin, wie ihr gemerkt habt, Comedian, YouTuber, ne? Wir haben auf jeden Fall eine brutale Jury am Start und ja, wir schauen heute, wer unter den Jungs, sage ich mal, der Profispieler sein wird. Wir sind gespannt. Ja, ich will noch kurz reinwerfen, Kahn hat auch selber noch Mittelrheinliga-Fußball gespielt, ne? Ja. In der Jugend. Ja. Also es ist jetzt nicht einer, der keine Ahnung von Fußball hat. Wenn das jetzt hier so relevant Casey, ist. Casey war auch mit am Start. Der Casey hat mit MS Özil zusammengespielt. Müssen wir nochmal reinwerfen. Also da ist schon auf jeden Fall Fußball-Expertise da. Ich habe heute aber noch einen Moderator des Ganzen dabei, der, glaube ich, auch noch mit die meiste Fußball-Expertise hat. Und den stelle ich euch jetzt erstmal vor. Magst du dich eben mal für die Leute vorstellen? Fußballlegende neben mir? Ja, mache ich gerne. Wir haben ja da hinten die Zuschauer. Ich glaube, schön, dass ihr da seid, sonst wäre es ja richtig langweilig. Und natürlich die professionelle Jury. Und hier haben wir die Kicker. Ich habe mich gerade auch mal vorgestellt und alle kannten mich natürlich. Ja, ich bin der Olaf Thon, habe gespielt bei Schalke 04 und bei Bayern München. Und ganz als ich anfing, hier in Gelsenkirchen bei der STV Horst Emscher. Und heute habe ich das Vergnügen, hier mit herauszufinden, wer denn der Profi ist. Und ich habe schon eine gewisse Vorfreude. Danke dir, Olaf. Also Olaf hat mit Sicherheit noch ein richtig gutes Auge für, wird uns da hin und wieder mal die Tipps reinwerfen. Da bin ich mir echt gespannt. Will jetzt auch gar nicht zu lange labern, kommen wir direkt zur Spielervorstellung. Kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn deine Lieblingsfußballer Aktien wären, welchen Spieler würdest du dir kaufen? Ganz einfach erklärt, Trader ist eine App, wo du dein Fußballfachwissen direkt in ein Investment ummünzen kannst. Du investierst in professionelle Fußballer in Form von Spielertoken. Diese können sich je nach Leistung weiterentwickeln. Ich persönlich setze gerne auf junge Talente, weil sie ein hohes Entwicklungspotenzial haben. Viele wussten nicht, wie man sich hundertprozentig registriert, deshalb erkläre ich es ganz kurz. Einfach den Personalausweis in die Kamera halten. Ihr kennt das Registrierungsprozess bei Finanzprodukten. Ist eigentlich immer das Gleiche. Mit dem Personalausweis registrieren. Dafür müsst ihr über 18 sein, ganz wichtig. Und dann geht's auch schon los. Die Daten sind natürlich zu 100% gesaved. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich packe euch hier nochmal einen Code rein. Da erhaltet ihr einen Einsteigerbonus. Der Link dazu ist auch noch in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Video. Hallo zusammen, mein Name ist Leonard Ibrahimovic. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin der ältere Bruder von Arion Ibrahimovic und spiele derzeit in der Serie B, die italienische zweite Liga, bei Ternana Calcio. Hallo zusammen, mein Name ist Pedro Henrique, ich bin 22 Jahre alt, ich spiele bei Freiburg weiter und ich bin Stürmer. Hallo, mein Name ist Marc Bendig, ich bin 21 Jahre alt. Ich spiele bei Schalke in der U23 und spiele im zentralen defensiven Mittelfeld. Ja, hallo zusammen, ich bin Khalil. Ich spiele bei Viktoria Köln, U17. Ich bin 16 Jahre alt und ja, meine Position ist Rechtsverteidiger.
Tag zusammen, ich bin Giuliano Zimmerling, bin 20 Jahre alt und spiele bei Rot-Weiß Essen und bin Achter. Ich bin Lukas Dick, bin 16 Jahre alt und spiele Rechtsverteidiger in der U17 von Arminia Bielefeld. Hi zusammen, ich bin Costa, 21 Jahre alt, spiele bei 96 für die U23 und bin 6er, 8er. So Freunde, wir gehen jetzt auch nicht immer nach dem optischen Eindruck, aber für den Moment müssen wir uns ja auch gucken, wer es so rein optisch sein könnte. Welche zwei, Agit, guck mich mal so an, welche zwei gefallen dir am besten? Welche zwei gefallen mir am meisten? Also der Freiburg-Spieler gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich habe auch, wie gesagt, ich trainiere sehr, sehr viel mit Profispielern zusammen. Ich habe sehr, sehr viele Profis mitbegleitet in ihrer Karriere. Ne? Ja. Freunde von mir haben selber als Profis gespielt und er hat auf jeden Fall die Statur dazu, ein Profi zu sein. Mich hat halt das Alter ein bisschen irritiert. Er ist 21, 22? 22, U23 ist er bei Freiburg, ne? Dritte Liga. Könnte sein, könnte möglich sein, aber ich lasse mich erstmal so von, ja, müssen wir uns auf jeden Fall mal erstmal anschauen, ne? Hast du noch jemanden, der dir gefällt? Ja, der hinten, ich glaube, das ist hier Rot-Weiß Essen, ne? Der sieht auch so flink aus und ja, so ein Spielmacher, aber werden wir ja sehen. Ja, bei mir auch, vorne der junge Mann, ne? Unser Talisca, gefällt mir sehr, optisch gesehen. Talisca-Kopie, ich schwör's dir. Ich schwör's dir, 1:1. Ne? Auch so, dass er halt, sag ich mal, diesen Akzent hatte, ne? Und nicht richtig Deutsch gesprochen hat. Das hat mir so ein bisschen so, ich weiß nicht, dieses Gefühl gegeben, ey, der kommt aus dem Ausland. Der ist brandgefährlich, ne? Rechts der Bruder von Ibra. Ich meine, der kommt aus einer Fußballerfamilie, ne? Wer weiß. Sieht auch sehr, sehr interessant aus. Und eigentlich war ja zuerst nicht interessant. Wir haben ganz hinten links, ich glaube, das war Khalil, ne? Ich weiß nicht warum, seine Waden, die sehen sehr gefährlich aus. Kannst du mal die Waden zeigen? Die sind brutal. Ich seh. Und 16 Jahre aus dem Boden. Zeigt seine Oberschenkel sogar. Also wenn du mit 16 Jahren solche Beine hast, ne? Das heißt schon was. Der 16, starke ja. Beine. Jane. Casey, was sagst du? Okay, ich spring dann, ich mache direkt einen Übergang. Ich finde auch den Khalil sehr interessant, den Costa. Und ich habe eine Frage an dich. Ja, wenn gerne. Er zum Beispiel, er sagt, er ist der Bruder von Ibrahimovic, könnte das jetzt auch einfach eine Laberei sein? Oder? Alles könnte Laberei Ach sein. Ach so. Also die schlüpfen auch richtig in Rollen. Die könnten eine Rolle schlüpfen. Er könnte ja zum Beispiel auch kein Bruder von diesem Serie A Ibrahimovic sein. Könnte absolut. Nein, nicht Ibrahimovic, er meint Ibrahimovic von weiß, München. Also Arjan Ibrahimovic. Ne, aber ja, genau, ich weiß. Kann auch der Cousin sein. Aber auf jeden Fall rechts Costa, links Khalil, in der Mitte. Aber das ist für mich auch irgendwie so... Zu einfach, denkst du, ne? Zu einfach irgendwie. Der erste Blick, er sieht wirklich aus wie ein Fußballer. Ich möchte lieber ein bisschen auch noch gucken, guck mal, was die drauf haben. Soll ich dir sagen, wer der Fußballer ist? Wer? Das ist der in der hinteren Reihe. Die stellen extra die nach was aussehen, so weißt du, in die vordere Reihe. Weißt du, der scheint trüb. Es ist einer aus der zweiten Reihe. Aber alle wollen uns ja davon überzeugen, dass... Ja, yeah, und ich glaube, es ist einer aus der zweiten Reihe, also dahinter die Reihe. Du bist ein cool. Fuchs. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber mein Call wäre auch Talisca, unser Talisca, nein. Das wäre zu einfach. Unser Pedro, aber der gefällt mir aber gleich sehen. Gut. Oft, wir hatten oft, die einfachen Spieler waren die richtigen. Ach so. Ibrahimovic. Ja, okay. Story klingt erstmal richtig geil. So, das könnte super sein. Ja, Mann, das stimmt. Bruder wechselt nach Italien. Er geht nur der Khalil, der sieht nicht aus wie 16. Das ist auch nur so ein Problem. Wir werden es auf jeden Fall gleich anhand der Leistung sehen. Erste Challenge ist immer so, worauf, da sind die Jungs auch vorbereitet. Die Brief 5-Shot-Challenge. Damit fangen wir in der Regel immer an. Und auch heute, deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit der 5-Shot-Challenge. Let's go. Ibrahimovic, wenn du ready bist, kannst du starten. Elfmeter. Jetzt bin ich gespannt, Bruder. Enttäusch uns nicht. Tschüss, Alter. Ja. 1 gegen 1. Erst 1 gegen 1 mit dem anderen Ball. Mit dem zentralen Ball, genau. Und dann die Freistöße. Digga, der hat aber Power, Bruder. Ja, Maxi. Ja. Der hat Kraft. Ja, stark. Bruder, der ist heftig. Ich weiß nicht, der ist krass. Gut. Sehr, sehr gut. Ich war. Man erwartet das gar nicht. Ah! Letzter Ball kommt noch. Das zeigt viel. Sehr guter Kontakt. Boah, stark. Oder er macht das Tor fast kaputt. Okay, er hat auf jeden Fall einen Wumms. Er hat einen Wumms, ne? Ach so. Aber jetzt unabhängig vom Wumms, was mich jetzt beeindruckt hat, war so die erste Annahme, die ist immer sehr wichtig. Clean. Er hat sich clean auch schön vorgelegt. Aber sein Linker ist zu schwach. Dein Linker ist zu schwach. Der hat den falsch erwischt, glaube ich. Ich will jetzt nicht groß reden, ne? Aber ich hätte das besser gemacht wie der. Meinst du? Ja, 100%. Ja. Oder jetzt bin ich mal gespannt auf wen. Ich mach mit, Alter. Mir ist scheißegal. Ich bin der Profi. Wie viele Tore hast du gemacht? Sei mal ehrlich, was glaubst du? Wie viele Dinger? Ist der ein guter Torwart?
Torwart ist schon gut, ja. Zwei Elfmeter dazu gemacht und 1-1 hättest du auch gleich. Freischüsse, ein vielleicht. Bruder, normalerweise um drei muss man eigentlich. Gut kicken. Ich weiß, Bruder, ich glaub dir. Ja. Also was mir drei. Auf jeden Fall schon mal nicht passiert wäre, wäre jetzt zum Beispiel diese zweite Annahme. Die ja so halb schwul mit Knie so. Das war komisch, ja. Okay, Pedro. Den macht er gut. Den macht er sehr, sehr gut. Der ist so. Boah, das war ja okay. Das war stark, Bruder. Das war sehr, sehr stark. Sehr schnelle Beine. Schöne Finden. Wieso ist der so hektisch? Ruhig. Langsam, ruhig, ruhig, ruhig. Stark. Ruhig, ruhig. Bruder. Ruhig, ruhig, ruhig. Zeit. Du hast Zeit. Time, ja, time. Ja, ja, guck, ja. Guck jetzt. Das, nice, ja, nice. So ruhig jetzt auch wieder nicht. So. Boah, oh, stark. Stark. Vier, stark. Jetzt einmal, ein noch, ein noch. Der ist gut, Mann. Touch. Touch, okay. Oh, nein. Der Ball ist platt. Ist er aufgeregt? Oder? Der Ball ist platt. Ich weiß nicht, kann sein. Was war jetzt dieses zweite? Nein, der Ball ist platt. Den hatte ich auch eben, der ist platt. Der Ball platt? Der ist tot, ja, der ist tot. Wie heißt der gerade? Kannst du den mal sehen, den Ball? Den hatte ich eben, der ist tot, ja. Wir haben aber noch anderen noch da. Ja. Aber trotzdem. Der ist echt ein bisschen platt. War gut, sehr, sehr gut. Stark. Gut so. Was mich gestört hat, war extrem der Touch von ihm. Weißt du, das war aber Bruder, warte mal. Warte mal, der Ball war platt aber. Hä? Meinst du den letzten Touch? Ja, ja, da kann er nichts dafür, der Ball war platt. Okay. Hier haben die bestätigt. Okay, ja. Weil ich hab den eben. Aber Bruder, auch, ich sag sorry, aber auch einen Plattenball kannst du ein bisschen kontrollieren, weißt du? Ja, ja. Agit, Bruder, guck mal, du bist doch Profiboxer, ne? Jetzt stell dir mal das Format vor, wir machen das einen Boxer. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir würden den Profiboxer suchen nach Moskau. Wenn du jetzt drei Challenges machen würdest, wärst du nervös? Sei mal ehrlich. Wenn du jetzt weißt, dass. Eigentlich nicht, weil ich würde einfach so. Du würdest sagen, Alter, das ist. Ja, egal, ich bin doch sowieso ein Profi. Genau, das sind halbe Hemden, ich bin Profi. Warum bist du. Aber der Torwart, ja. Man weiß es nicht, ey. Sagt, vielleicht macht der erste Mal bei so einem Format mit Kameras. Das ist der Schalker, ne? Dann müssen wir eine zweite Runde gucken. Ja. Das ist der Schalker, ne? Er hat Heimspiel, Schalker, ne? Er hat uns die Halle aufgeschlossen. Marc Forster. Marc, Schalke U23. Jetzt bin ich gespannt. Hau rein. Links oben. 1 gegen 1 erst. Hast du vergessen? Wieso vergessen das alle? Gute Waden. Gut, ja, okay. War easy. War okay. Der ist sehr gelassen. Ja, guck mal, wie Ruhe gelassen er ist. Guck mal, wie gelassen er ist. Ne? Das wirkt schon anders. Wie seine Aktion aber trotzdem zieht. Das ist ein Sechser. Das ist ein Sergio Busquets. Gelassen. Schön ruhig. Er macht ne? das schon gut. Muss man sagen. Links oben. Ja. Ja. Aber trotzdem, ne? Der ist schön ruhig. Ich mag diesen Laufstil. Das entspannt mich sogar viel, wenn man zuguckt. Der macht keine Hektik. Das ist wie Massagemusik, wenn man den zuguckt. Gut. Stark. Sehr gut. Sehr stark, Marc. Jetzt welche Position spielt er? Jetzt bin ich gespannt, weil Sechser sollten den Ball per clean. Boah, sehr so, clean. Das, oh, ist das ist Fußball, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ist jetzt aber kein Schrottspieler dabei. Nee, nee, drei müssen weiter. Nee. Ist jetzt von also alle so, Fall, du sagst. Aber ey, der ist auch sehr, sehr ruhig, der Junge. Der weiß gar nicht, der ist Sechser, ne? Aber der Erste, der war nicht so krass. Nein, der Erste war nicht so krass. Oder der Erste, der war schon nicht so krass. Warte mal, kann auch sein, dass er Snooze drin hat, deswegen so ruhig war. Meinst du? Nein, aber man weiß nicht, Bruder. Lass uns die nächsten dreimal noch angucken, aber der Junge ist auf jeden Fall sehr, sehr, der bringt schon ein anderes Potenzial mit, weißt du, der ist schön ruhig. Ah, den habe ich gecallt, ne? Ja, das war dein Call. Der ist RV, ne? Verteidiger. RV und 16 auch. Und 16 Jahre alt? Ja, ne, angeblich 16. Okay, Khalid, wenn du ready bist. Ach, Bruder. Oh. Erst 1 gegen 1. Bruder, guck mal. Das war er wollte Show machen. Ja, ja, Angeber. Das waren mal gute, schnelle Beine. Das war gut. Nein, Bruder. Nein. Aber der Buch, du hast ihn schon abgeschrieben, ne? 100%. 100%. Warte. Okay. Ein Ball kommt noch, Elli. Und? Ja, guter, der Touch war. Stark. Der Touch war so stark, ey. Elli, guter Touch. Vollkommen raus. Ich warte noch, Bruder. Bruder, okay. Wenn dein Ego sagt, ich fand seinen Touch noch mal, der hat da noch ein bisschen was rausgesehen. Ja, Bruder, sein Touch hier war nicht verkehrt. Wie auch ist das denn, mit, wenn andere RVs hier waren, ne? Ja. Waren die so in den Schüssen und in den Aktionen deutlich schwächer? Bruder. Nein, Bruder, die waren immer noch guck gut. Guck dir mal Jamal von Dings an, von Barca, der 16-Jährige, und jetzt den 16-Jährigen. Ja, aber Bruder, du bist von Barca. Aber Bruder, schon ein kleiner Basel Unterschied. Und Victoria ja, Köln. Aber Bruder, er sagt ja 16 Jahre, wow. Also, da gibt es Leute, die wirklich wow sind. Ja, ja, natürlich gibt's. Aber Bruder, vielleicht hat er so RV-Verteidigungsstärken. Ich will nicht zu früh urteilen über den, weißt du? Ja. Weil sein Touch gerade war schon für 16 Jahre, Bruder, wenn du den so runterpflücken kannst.
Das ist schon nicht schlecht. Nicht oder vergiss nicht, ne? Es gibt sehr, sehr viele so Freestyler. Früher, wenn ich auf YouTube diese Freestyler geschaut habe, habe ich mir immer so gesagt, so, der kann so krass tricksen. Warum ist er kein Fußballer? Na, das Quatsch, gedacht, das ist Quatsch. Ja, cool. Darauf musst du jetzt nicht achten. Nein, ein Touch, okay, war krass, aber... Ja, werden wir gleich sehen. Aber er hat aber recht, weißt du, weil er 16 Jahre alt, weißt du? Das aber macht auch Bruder, den 16 Rat 16 Jahre alt. Aber ich sage auch... Kahn hat ja auch recht, Bruder. Also, es gibt 16-Jährige, die sind Top-Talente, wo die krass, krass sind. Profi ist Profi. Guck mal, einen. Ich glaube, im Profibereich, ich glaube nicht, dass jemand darauf achtet, der ist 16, dadurch hat er einen Bonus. Das sagst du. Entweder ist er mit 16 schon so weit, Profi zu sein. Eine. Oder nicht. Das Einzige, was ihn hier so Dings schmackhaft macht, ist, dass er 16 Jahre alt ist. Alles andere nicht. Ja. Okay, guck mal, Giuliano Rot-Weiß Essen, erste Mannschaft, das ist schon gespannt. Ja, wir können dem vielleicht einen Managementvertrag hinlegen. Aber. Giuliano, feuerfrei, Junge. Ja. Gut. Sehr gut. Aber der war bei mir, ich muss euch jetzt eine Sache sagen. Boah, stark, Junge. Stark. Ja, aber ich hätte mir ein bisschen... Das war doch jetzt, der hätte auch oder? Genau, müssen. Er hätte auch nein, müssen. Nein, er kann, wenn er will, kann er auch früh schießen. Ja, das ist seine Sache. Ach so, okay. Der ist einfach, Bruder, das meine ich. Aber Bruder, er hat ein bisschen Bauch, ja? Ja, das... Er hat ein bisschen Bauch. Ich habe vorhin, als er stand, war er wegen der Plauze schon raus. Genau, mein Call. Das ist aber nicht böse gemeint. Aber trotzdem, Götze hat auch Platz. Was redet ihr, Bruder? Hä? Götze. Ich bin wie ein Weltmeister. Ey, Hazard, ich bin Bruder. Wie ein Champion. Du hast aus dem Ayrton gemacht. Ja, aber der Junge kann auf jeden Fall kicken. Aber jetzt komische Kamerform und so Rücken. Das ist kein Problem. Niemals. Oh, schöner Schuss. Oder. Starker Schuss. Macht er gut. Sein Durchgang war. Er macht es ein bisschen sehr, also sehr, sehr. Weißt du, der ist der Achter, ne? Hat er gesagt? Genau. Der hat diesen Fokus, der ist wild. Das ist Giuliano, ne? Was ist der? Der ist wild, der hat Fokus. Ja, ja. Also der fackelt nicht viel rum, der macht nicht diese Linksrechtsanliga. Ehrlich jetzt gemacht, das ist. Weißt du, oder? Ist richtig? Oder Rot-Weiß-Essen. Erste Mannschaft, Rot-Weiß-Essen. Oh, Bro, das ist machbar, Bruder. Dritte Liga? Hä? Dritte Liga ist schon gut, Bruder. Wir dürfen jetzt nicht sagen, dritte Liga ist Schrott. Ich sage niemals, Bruder. Niemals. Weißt du, was mich bei denen nur stört? Niemals. Wo ich sage, deswegen kann es nicht sein, wegen Größe. Viele, viele schaffen es nicht wegen der Größe. Aber er macht das schon mal auf jeden Fall sehr, sehr sauber. Clean. Wir müssen jetzt mal weiter. Auf jeden Fall den schmeißen wir die Runde nicht raus. Okay. Ja. Yes, wenn du ready bist. Er schießt gut, Bruder. Er hat eine gute Schusstechnik. Schön. Bruder, guck mal. Sehr gut, Lukas. Okay. Jetzt verstehst du mich. Ich bin hier. Bei dir. Weißt du? Warum ich sage das? Jetzt habe ich schon genug gesehen, eigentlich. Bruder, und er hat nach links oben krass geguckt. Er hat nach links oben geguckt die ganze Zeit. Hat nach rechts geschossen. Er macht diese Spielchen auch noch. Aber das ist trotzdem besseren Weak Foot. Trotzdem besseren Weak Foot als. Ey, wen sollen wir jetzt rauskriegen, Bruder? Das ist ich hab also. Stark. Sauber. Ja, gut, nimmst du nochmal mit. Super. Gut gehalten, aber auch der Unterschied, Bruder. War groß. Natürlich, war riesig. Oder? Ausgebildet. Ja. Maximal. Der hat einfach so alles im Buch gemacht. Er wollte einfach alles so kaputt machen. Er war intelligent, hat noch ausgeguckt, hat nach, wie du sagst, nach links geguckt, nach rechts geschossen. Ja, ja. Weißt du? Ganz gute Schusstechnik auch beim Elfmeter. Halt, ne? Unscheinbar. Hätte ich nicht gedacht, sage ich ehrlich. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ja. Guck mal, ich habe ja 2-3 Folgen von dir geguckt. Ne? Ja. Das war nicht so anstrengend, der Bursche guckt. Da hat man das ein bisschen gemerkt. Aber hier ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, hier ist alles sehr enge Leistungsdichte und unterschiedlichste Typen. Oder wir haben einen erste, dritte Liga. Kann man hier rauchen? Echt? Ich sag euch eine Sache. Na, auf jeden Fall gerade nicht. Als sich alle warm gemacht haben, ne? Hat er Motherfucker-Übungen gemacht. Motherfucker den Übungen. Ich schwöre auf alles. Er hat richtige Akrobatik gemacht. Aber könnte er so ein Fitnesstrainer sein, so ein Personal Coach? Bruder, vertrau mir. Ich habe euch das letzte Mal von Körperstatur her hat er mit Fußball nichts zu tun. Ich sage, Handballspieler ist zu breit oben. Der ist zu breit. Guck mal, was der Rücken der hat. Costa, time to shine. Let's go. Shepard, dann richtig rein. Oh. Ja, okay, macht er gut. Stark. Doch, das ist doch jetzt. Ja, schön, Costa, gute Bewegung. Sehr, sehr schwer. Der war schon. Der gefällt mir. Voila, ihr habt aus dem einen LKW-Fahrer gemacht. Ich habe euch gesagt, der ist gut. Ja, okay. Ein Ball kommt noch, Costa. Einmal habe ich was gesagt, hat er direkt reingeschossen. Schwer, aber gut geholt. Gut, Costa, sehr, sehr gut. Also ich würde den nicht rauswählen. Ach, das war's schon? Wir haben alle gesehen. Ich habe nur einen. Jetzt wählen wir schon einen raus. Ich hab nur einen. Zwei, Bruder. Ich habe nur einen leider. Zwei wählen wir raus. Zwei auf einmal jetzt direkt, ja, ne? Aber den ich würde einen rauswählen, der nicht mal schlecht war, aber sein Bauch stört mich, Bruder. Giuliano. Nein. Da war, was, wie, der hat noch? Giuliano, wo ist Giuliano? Giuliano? Dreh dich mal zur Seite. Mach mal T-Shirt hoch.
Oder was redest du? Aber jetzt zieht er ein. Was redest du, Bruder? Alles gut, das Shirt sah anders aus. Das sah so aus, als hättest du so eine Plauze, aber du hast keinen Körper. Das ist der ganze Urlaub. Kann man den... Naja, aber es ist guter Bauch. Ich sah von hier scheiße aus. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall zwei rauswählen. Ja, ich fange mal mit den stärksten an. Wer mir am besten gefallen hat, fanden Marc und Lukas. Also Lukas ist mein Top-Favorit von allen. Hätte ich nicht gedacht, sage ich ehrlich, Lukas, weil so vom Optischen, alle Jungs sind viel kräftiger, stärker als du. Aber technisch warst du für mich mit der Beste. Arminia Bielefeld traue ich dir jetzt auch zu. Und auch Marc hat mir gut gefallen auf jeden Fall von Schalke, weil er so einen ruhigen Bewegungsablauf hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den einzigen, ich habe ja diesen Vergleich 16 und 16 mit Khalil und Lukas, da fand ich Lukas einen Ticken stärker. Deshalb würde ich den anderen 16-Jährigen rauswählen mit Khalil. Aber danach, boah, ich hätte erstmal einen Kandidaten, den zweiten, ich werfe mal den Ball zu Kahn rüber vielleicht. Guck mal, die drei Besten sind Marc, Giuliano, Lukas. Und wer für mich dann leider schlecht war, wo es nicht gereicht hat, Khalil und Costa. Costa? Ja. Costa? Costa, der gerade zum Schluss war. Ja. Der zweite Runde war stark. Was? Oh, die Runde war schon aber stark. Ich fand die anderen besser. Wo streich doch. Wen soll ich jetzt für Costa rausmachen? Ja, schwer. Sag mir wen. Also guck mal, mir hat auf jeden Fall der Rot-Weiß-Essen schon. Wer soll denn für Costa raus? Also, Giuliano hat dir gut gefallen. War gut. Und der 16-Jährige ist auch sehr, sehr stark. Der Einzige, wo ich mit dir auf jeden Fall mitgehe, ist Khalil. So, Khalil, hast du auch Khalil gesagt? Khalil natürlich. Ja. Okay, da sind wir uns einig. Aber er ist 16, ne? Ja, nicht, dass wir jetzt den Profi rauswählen. Ich habe auch die Sorge, dass er 16 Jahre alt ist. Mit 16. Du musst schon so Qualitäten bringen, glaub mir, ne? Mit 16, glaub mir, alle Augen sind auf dich, wenn du mit 16 bist, musst du ein guter Kicker sein. Ich bin sehr positiv überrascht von Lukas, von dem anderen 16-Jährigen, weil er sieht für mich als Verteidiger eigentlich zu schmächtig aus, aber hatte auf jeden Fall einen Wumms. Wo ich ein bisschen enttäuscht war von Ibra, weil diese Bruder-Story hat erstmal so, okay, was kommt da jetzt? Waren die Abschlüsse jetzt nicht so krass? Von Talisca bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Talisca, weil er krass. Wir haben Pedro zu Talisca. Leonard? Leonard? Achso, ich sag dir ehrlich. Pedro ist guck mal. Pedro, ja. Pedro, wenn ihr Costa, er sieht auf jeden Fall krasser aus, ich wie er performt hat. Wenn ihr Costa lassen wollt, ne, dann müsste man Pedro ausmachen. Pedro ist zu krass. Also er war dafür auch. Also der sieht krass aus, aber. Er war nicht schwach. Weil wir haben, glaube ich, schon mal einen gemeinsamen Nenner und das ist, glaube ich, Khalil. Ja? Ja. Sollten wir uns vielleicht. Ja? Willst du was sagen? Ja, warte, ich gebe dir ein Mikro. Hey, komm. Ich bin Libanese. Ich war richtig nervös. Ich stehe zum ersten Mal vor einer Kamera. Und dass ich mir. Ich glaube, dass ich 16 bin, kann ich auch danach zeigen. Aber ich war so nervös, war ich noch nie. Aber wie gesagt, ich bin Rechtsverteidiger und meine Stärken sind halt Abwehr. Und ich würde sagen, keiner kann keiner an mich vorbei herankommen. Deswegen würde ich sagen, Stärken sind so nicht mein Schuss. Ich bin halt der Powerschuss, aber so. Ey, Wallah, kann aber echt sein. Ich hab euch eben gesagt, ne? Was, wenn der defensiv einfach Motherfucker ist? Und kein. Der ist gut, der ist am Bluffen, ne? Vielleicht bist du zu verarschen, ne? Ich hab noch nie so Entscheidungen gemacht. Aber guck mal, ich sag dir nur eine Sache. Das Problem ist, die beiden feiern sich gerade immer, aber ich sag dir nur eine Sache. Ja, bin ich auch voll bei dir, aber am Ende des Tages, als Profispieler musst du mit Druck umgehen können. Weil ich meine, du bist Profispieler, weil wenn du bis hier oben hingekommen bist, oben wird es ja noch dünner die Luft, weißt du? Und nee, ich denke einfach, du musst abliefern. Weil ich sage einfach, der Junge kickt gut, ist ein guter Kicker, ist sehr, sehr robust. Ich denke, der wird sich auch noch weiterentwickeln, aber jetzt aktuell sehe ich den nicht mit drin. Weißt du, was wir machen können? Münze werfen. Ja. Khalil verteidigt, Ibra greift an, muss einmal vorbei und dann gucken wir schon mal von den beiden. War auch stark. Eine Runde. Eine Runde. Sollen wir zwei Stechen machen? Jeder eine Runde, Khalil gegen Ibra und Giuliano gegen Lukas. Lukas war doch dabei. Lukas gegen Talisca. Gute Zocker dabei. Komm, lass machen. So, dann sind wir uns sicher. Dann sind wir uns, dass wir mein Bruder, Elfmeter, das ist scheiße. Freischuss, Elfmeter. Eine ist defensiv stark, eine ist offensiv stark. Ja, eins gegen eins. Fangen wir mit Khalil an. Auch, ne? Jeder ein schnelles Duell. Jetzt sind wir gespannt. Mal gucken. Keine Chance. Also keiner kommt an mir vorbei. Boah, Bruder. Boah. Oh, Verletzung. Bist du bereit für noch eine Runde? Mach den sein Format. Okay. Immer. Also, wirklich alles okay? Also ist niemand anderes, ne? Okay, komm, Khalil, komm. Nicht so aggressiv. Guter Ball, Khalil. Aufpassen, Khalil. Sauber verteidigen, sauber. Okay, der ist raus. Der ist raus. Stark, Pedro. Sehr gut, Pedro.
Okay. Wir haben einmal haben wir schon. Er hat sich aber, Bruder, er hat, was ist Pedro fand ich krass gerade. Ja, er hat ihn richtig stark festgehalten sogar. Starke so Physik, losgerissen. Ja. Ja, offensiv jetzt. Guck, wie Pedro, aber er ist Offensivspieler, kann ich. Ja, er holt ihn nicht, glaub mir. Er lässt seinen Stich. Guck, nee, hab ich nicht gesagt. Ganz vergessen. Okay, okay, alles okay, gut, super. Dankeschön. Danke. Einmal wechseln. Okay, let's go. Nein. Ah, ja, ja. Mhm. Okay, weiter, weiter, weiter. Ja, machen wir weiter. Zebra. Zebra. Aber okay, alles gut. Aber stark gemacht. Oh, wisst ihr was? Da gar nichts mehr. Das ist zu schwierig. Ja. Einmal bitte wechseln, das gerne. Das ist zu schwierig, Bruder. Reicht mir schon. So wie er verteidigt hat, ne. Er hat gesagt, er ist 6-8er. Ja, reicht schon, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Das war eine Schrottverteidigung. Und der Sechser hat er gesagt. Also wir haben, also ich und Khan bleiben bei unserer Meinung. Ibra und Khalil sind es auf jeden Fall nicht. Das ist unsere Meinung. Wir bleiben dabei. Casey? Ich schließe mich an. Dann brauche ich eigentlich nicht mehr weiter was zu sagen. Ich hätte wahrscheinlich genauso entschieden. Casey und Agit und Khan haben auf jeden Fall recht. Ja, Khalil und Leonard, ne? Ich bedanke mich bei euch. Ja, sehr, sehr gute Kicker. Hat Spaß gemacht. Cool, dass ihr mitgemacht habt auf jeden Fall. Freunde, so eine schwierige Entscheidung hatten wir gefühlt noch nie. Ich hoffe, das kommt auch so im Video rüber, was für krasse Fußballer das heute hier sind. Also die Schalke-Edition macht auf jeden Fall den Namen aller Ehren. Sehr, sehr coole Folge. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch 5 Spieler dabei. Wir machen eine Überzahl-Unterzahl-Situation, also 2 gegen 3. Und dann kann meine Wenigkeit mit der Jury hoffentlich schon viel mehr herausfinden und sehen, wer da vielleicht der Profispieler sein könnte. Lukas, ready? Okay, dann Feuer frei. Ich bin so gespannt, was der Mann jetzt. Der ist stark, Junge. Was aber kein guter Ball, Bruder. Scheißpass. Scheißpass. Gut, Giuliano, oh, sehr gut. Sehr gut. Stark. Und Giuliano ist gut. Giuliano stark. Macht sehr, sehr gut. Aus der kleinsten Ecke hat er da nochmal Platz geschaffen. Aber auch gut verteidigt. Habt ihr darauf geachtet? Das ist die Aufgabe von einem ZM, weißt du? Ja, das Mixer hat er gut gemacht. Giuliano, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Der kann sie. Boah, super gespielt, stark. Jungs, ey. Ey, alle drei super. Oder krank. Krank, krank. Giuliano, guter Ball. Genau richtig. Richtiges Tempo. Der Ball ist der schwierigste von ihm. Den spielt er sensationell. Okay, Marc, gerne. Ja, gerne den zentralen Mann anspielen, aber. Guter Laufweg, Costa. Sehr, Bruder. Sehr gut, Costa. Sehr gut, Costa. Was war das für ein Tempo? Gutes was Tempo. Was war das für ein Tempo? Ja? Was redest du? Ja, aber ich sag dir, der was ist redest sehr du? Sehr schnell, ne? Sehr schnell. Costa, kannst du nur einen Sprint von hinten nach vorne anziehen? Ich glaube, du bist. Wir wollen gucken, wie schnell du bist. Stopp. Wenn wir das machen, müssen alle nebeneinander laufen. Nein, nur einen Sprint. Nein? Nein. Nur bei dem einen. Wenn du einmal ich will nur gucken, wie der... 3, 2, 1, let's go. Bruder! Gut, der hat schnelle Beine. Bruder, du bist schnell. Warum sagst du, dass du nicht schnell bist? Doch, du hast ein sehr gutes Tempo. Bro, ehrlich. Bro, guck mal, der ist ein guter Kicker. Aber kein Tempo. Gebe ich ihm meine Hand. Okay, gerne? Ich wollte den nicht zum. Aber vertrau mir, ich ist ein guter Kicker. Gut, Lukas, ey. Frei. Sehr gut, Lukas. Und der hat ein gutes Auge. Der Junge hat sehr, sehr gutes Auge, Bruder. Hat er gebellt? Hat er da hinten gebellt? War das ein Bellen, Bruder? Ja. Habe ich mich verhört? Bruder. Guck mal, Bruder. Hat er so. Mach doch keinen Scheiß, Bruder. Ich kann das doch jetzt nicht mehr sehen, wenn er gebellt hat. Der wollte den Ball haben. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich schwöre, ich habe einen Bellen gehört. Ich weiß nicht. Das kann sein. Noch eine Runde? Natürlich. Muss man. Ein Durchgang noch und dann wechseln wir gleich. Allah, gefällt mir richtig. Ich frage es aber, wer ist. Guck mal bitte auf die Abwehrverhalten. Lukas ist krank. Giuliano ist gut. Mann. Gut, Lukas. Oder achtet auf Lukas, wie er verteidigt. Schlecht gespielt. Der ist auf jeden Fall für mich schon raus. Sehr gut, Lukas, ey. Lukas. Maschine. 16 Jahre. Lukas, du bist. Du hast gesehen, wie er verteidigt hat. Sehr, sehr stark. Zeit schon. Okay, gerne. Marc ist so ruhig. Ja. Zu entspannt. Guck mal. Gut, Pedro. Bruder, der macht komische Geräusche, wenn er den Ball will. Weißt du warum? Weil wer war das? Deutsch kann. Der macht irgendwas. Pedro. Der kann nicht so Deutsch. Mein Gott, der macht so komische Geräusche. Der macht so. Okay, einmal tauschen. Ich will Pedro noch offensiv sehen, aber Costa und Giuliano mal defensiv.
Gut gespielt. Sehr, einfach. Sehr schöner Ball. Boah. Gut, ey! Bruder! Bruder, wo du? Stark. Pedro, sehr, sehr gut, Junge. Stark. Sehr schön. Sehr gut, Junge. Hat all die Bälle sehr gut, Junge. Hat gutes Auge, der Schalke spielt. Sehr stark, sauber. Er spielt sehr simpel, Bruder. Ich glaube, auf großem Feld ist er noch krasser. Er spielt effektiv. Der macht so viel Schild. Gut. Bruder, der Junge ist stark. Was meinst du? Bruder, der Junge. Und der Dings, der kleine vor der Rot-Weiß-Essener gefällt mir sehr stark. Achtet mal drauf, wie er den Ball richtig spielt, Pedro. Genau das richtige Timing, das den da rüberzulegen, Übersteiger. Nimm mal kurz Pause, wartet sehr kurz. Er ist ein sehr guter Spieler, glaub mir. Ja, ich glaube so auf kleinem Platz, weißt du, Lukas Giuliani sind klingt die gehen ab. Aber ich glaube auf großem Platz, zum Beispiel auch Marc, wenn der Freiraum hat, so mit seinem Auge, der weiß, was er macht. Und wenn da so ein Pedro zum Beispiel schickt, ich glaube auch für Feld, die würden richtig abgehen. Krank, Alter. Krank. Guck mal, die lassen ihn. Er benimmt sich auch wie ein Stürmer. Er ist klasse. Den einfachen Ball zu spielen, kann. Er hat die schwierigste Aktion immer und er macht aus den schwierigsten Aktionen immer ein Tor. Bruder, das ist krass. Der hat eine richtig krasse Torquote. Ich will, dass er zu Marc mal spielt. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was er aus den schwierigen Ball macht. Ja. Das ist aber scheiße. Aber das meine ich. Der läuft immer sehr stark gemacht. Sehr, sehr, oder sehr gut gewartet. Bruder, ich sag dir eine Sache. Ey, sag. Bitte noch einmal Marc außen, Pedro noch mal zentral. Eine Aktion noch. Stark. Sehr, sehr stark. Okay, reicht. Dankeschön. Ja. Ich habe sehr stark, Jungs. Ja, wir müssen wieder eine Entscheidung. Also wer fängt an mit deiner ersten Entscheidung? Okay. Casey, sag du gerne deine Entscheidung jetzt. Ich würde gerne mal Olaf hören. Olaf, gerne. Wir haben ja schon den einen. Ich habe eine Frage an dich. So, Freunde, jetzt kurze Zeit für das FitGun-Placement. Sehr, sehr gerne abchecken. Die meisten von euch kennen das Produkt schon. Wichtig für alle Leistungssportler, aber natürlich auch für jeden, der Nackenbeschwerden hat, der aufsteht morgens und denkt sich, oh, ich brauche jetzt eine Massage. Und ihr habt keinen Physio oder Masseur da, dann könnt ihr euch hier mit der FitGun wunderbar selber massieren. Heute ein richtig cooles Angebot. Mit dem Code Schalke50 gibt es 50% auf die Pistole. Und zusätzlich bekommt ihr noch eine Akupunkturmatte kostenlos mit dazu. Und jetzt geht's weiter im Video. Olaf, zwei Sachen würde ich gerne wissen von dir. Und zwar, ist der Costa für dich immer noch in deinen Augen ein Favorit? Und die zweite Sache ist, was ist deine Analyse nach dieser Runde? Ja, Costa ist weiterhin vorne dabei. Pedro hat aber aufgeholt. Und die anderen drei sind auch nicht schlecht. Alle haben positive Aktionen. Man sieht Offensivkräfte, die dann schlechter verteidigen und Defensive, die in der Offensive ein bisschen abfallen. Das sagt aber nicht viel aus. Da müssen wir am Ende entscheiden, was ist wichtiger. Und ich denke, Offensivaktionen sind schwerer als Defensivaktionen. Von daher würde ich den Offensivspielern meine Stimme geben. Und das heißt auch, der Pedro würde bei mir jetzt vorne sein. Aktuell würde ich, wenn ich zwei nennen müsste, Pedro und Costa nennen. Wobei die anderen drei, die gefallen mir auch. Mein Schalker, ne, und die anderen beiden auch. Aber im Moment, die rechte Seite sind meine Favoriten. Und rauswählen die anderen drei. Oder muss ich nur einen? Zwei? Boah, brutal. Brutal. Den Schalker nicht, die anderen beiden. Danke für die Challenge, Jungs. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Mir hat Pedro richtig, richtig gut gefallen. Der Mann hat gefühlt aus jedem Winkel ein Tor gemacht. Also wirklich Stürmer einfach. Genau, ganz weit oben angesiedelt mit Lukas zusammen. Bei Costa war es offensiv völlig in Ordnung. Defensiv mir einen Ticken zu wenig. Deshalb würde ich Costa rauswählen. Und Marc war eigentlich ein rundes Gesamtpaket von Challenge Nummer 1. Aber ich habe jetzt, für mich ist Lukas und Pedro ganz weit vorne. Die waren zu gut und wenn ich jetzt mich zwischen Giuliano und Marc entscheiden müsste, fand ich Giuliano einfach nur einen Ticken stärker noch. Das ist der einzige Grund, sonst war Marc ein Top-Paket, ein Top-Spieler. Und deshalb entscheide ich mich für Costa und Marc, dass sie raus sind. Ich gehe komplett mit dir. Ich fand auch, diese Runde hat Pedro gut aufgeholt und Giuliano gut aufgeholt. Die habe ich ein bisschen schwächer gesehen nach der ersten Runde. Deswegen gehe ich mit dir mit und sage Marc und Costa. Agit? Also bei mir ist auf jeden Fall Costa auf jeden Fall eingeloggt. Marc war bei mir so sehr, sehr schwierig, aber ja, ich gehe mit. Also mir bleibt nichts anderes übrig. Ne? Also ich habe von Anfang an gesagt, ne, Costa, ne, hab
mich nicht überzeugt. Und, nur sein Defensivverhalten war sehr, sehr schlecht, ne? Für mich war Marc ein, sage ich mal, krasser Favorit, ne? Weiß nicht so, erinnert mich ein bisschen an Sergio Busquets, so diese Ruhe und diese Gelassenheit. So, ich glaube, auf dem großen Feld, da hatte ich schon dieses Auge für. Aber einfach Giuliano und Lukas daneben hat nicht gereicht. Also gehe ich mit euch auf jeden Fall. Muss ich aber auch sagen, ne? Ja, also von der Spielanlage, finde ich, könnte er sogar ein Profi sein. Aber leider muss man auch nach diesen zwei Runden jetzt bewerten. Genau. Ja, klar. Und da waren die anderen, glaube ich, ein bisschen stärker. Jungs, ihr seid wirklich alle krass. Das ist eine richtig schwierige Entscheidung. Top-Spieler, ne? Kann ich dich was fragen? Was hast du gerufen, als du den Ball wolltest? Oder was hast du gemacht? Hey, kannst du Spanisch? Ach so, der hat gebellt. Nein, der hat so, der hat ey gemacht. So. Der Bruder kommt aus Brasilien, der ist der Fußballer. Okay, ja. Okay. In Brasil, we. You bet. You can see 5 World Cups, but we try to communicate, not saying the name, you know, so the defense don't know if he, who is asking. Ich kenne die Geräusche von meinen deutschen Rap-Gesangsartisten-Freunden. Wie meinst du denn da? Jetzt mache ich diesen Mensch, Bruder. Nein, aber stark. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt bedanken wir uns bei, wir bedanken uns bei Marc und Costa. Überragend, Jungs. Vielen, vielen Dank. Stark. So, Freunde, jetzt haben wir das Halbfinale noch mit dabei. Pedro, Giuliano und Lukas. Keine einfache Tutor-Challenge, sondern es kommt ein langer Ball. Aus der Luft muss er den Ball klatschen lassen. Einkontaktablage, Abschluss aufs Tor. Ich weiß, klingt jetzt kompliziert, ist relativ einfach. Und deshalb guckt ihr euch einfach die Challenge an. Tutor-Challenge. Gerne, Giuliano. Hoher Ball. Guter Kontakt. So, das war... Sehr gut gehalten. So, guter Ball, Giuliano, der kann die Bälle spielen. Er lässt überragend klatschen. Die tauschen gleich die Position. Giuliano, super Bälle, ehrlich. Sehr stark, übertrieben starke Bälle. Okay. Das war zu viel. Too eine much. Aktion noch. Den lässt er klasse klatschen, Digga. Das macht er gut. Fällt als Stürmer in die Katastrophe. Die Abschlüsse. Oder Abschlüsse in die Katastrophe. Eine Aktion noch, Pedro, bitte. Einmal noch. Einmal noch, wollen wir sehen. Pedro, konzentrieren. Dreimal. Okay, ja. Schießen, Ecke, Ecke. Achtet mal auf Giuliano, das fasziniert mich gerade, Digga. Spielt ja super. Sehr, sehr stark. Guter Kontakt, Pedro. Einmal mitnehmen. Wow. Gut gehalten, okay. Einmal Pedro die Bälle, Lukas Abschluss. Einmal Position tauschen. Ich sage kurz eine Sache, ja. Vertraut mir, der Pedro ist gut, aber der Giuliano, also guck mal, ich habe Giuliano nicht gesehen, der spielt maximal starke Bälle. Maximal starke Bälle. Das ist ein richtiger Kimmich-Typ. Ne? So der ist ein richtiger 6er-8er, Bruder. Seine Ballführung auch in der Übung davor. Okay, gerne. Pedro. Oh, guck mal, da siehst du schon die Unterschiede. Der hey, Keeper, was ist das? Ach so, das ist der Keeper von der letzten Torwartfolge. Ach so. Guter Ball, ja. Schwer, Lukas, sehr schwer zu holen. Guck mal, ich sag euch die Unterschiede von Julianos Bällen und Pedros Bällen, wie Tag und Nacht. Wirklich. Guck mal, guck mal. Gut geholt, Lukas, sehr gut geholt. Sehr gut, Junge. Oh, hey, oder. Lukas. Das wollen wir noch sehen hier! Danke, einmal jetzt nochmal tauschen. Giuliano ist es. Mal gucken, wie er die Bälle spielt. Okay. Keiner bricht die Bälle wie Giuliano. Der ist halt Giuliano, ehrlich. Der ist 100%. Der schießt sehr, sehr sauber. Clean. Stark. Gut gemacht, Giuliano. Aber sehr, sehr gut gemacht. Die Bälle kommen, aber keine Ball hat er nicht gelangt. Aber okay, ein Ball. Okay, nochmal. Ja, das war sein erster Aussetzer in dieser Runde. Wieder ein Schussball. Gut geholt. Oder wir haben den Profi. Ganz haben souverän. Wir haben den Profi. Ganz souverän. Warte mal, was? Eine Aktion noch und dann ist cool, habe ich genug also, gesehen. Guck mal, ey, wir sind uns, glaube ich, alle einig, der 17-jährige Junge drauf. Weil er ist für seine. Nee, oder 16-jährige. Wir müssen uns ja nicht mal einig sein, wir können ja auch anders. Okay. Ah, der war schwach. Aber er war der Einzige, der zwei Buden gemacht hat nach vier Dinger, ne? So ein geiles Halbfinale gesehen, aber jetzt wollen wir uns erstmal die Storys nochmal hören. Deshalb gerne mal den Werdegang. Fangen wir mal mit Pedro an. Erzähl uns mal, wo du Fußball gespielt hast und deine Story an sich. Hallo, mein Name ist Pedro Henrique. I'm from Brazil. My story in football, I start when, since I was really young, how most of the people in Brazil in favela. And then, later, I could have my first contract professional in Brazil when I was 17 years old. I played 2 years
and but I lost everything I had for my ex-agent. And then I stopped football for 3 years and I saw this is not for me. I must keep playing football. Then I saw what's hard for me in Brazil. I took everything I had. It came alone to Europe. And then I came to North Ireland where I could have a chance to play in professional football. One guy saw me playing football. He wanted to bring me to a professional football in North Ireland line, but I couldn't play for my visa. Brazilian visa, you cannot play in UK. So I came to Portugal and I was working. I must stop football too. I could not play football. So I really felt really not happy. I came to Germany. Then I was trying hard in Germany. I could grow in Germany. And finally, I could get my dream, play professional football in Germany, in Freiburg. And I want to say to all guys who is watching this, never give up your dream. Give your best, always give your best, always believe you. That's a starke story of him. Bro, how long you play in Freiburg? In Freiburg? I'm not in Freiburg. Neu. Ist er Portugiese oder Brasilianer? Brasilianer. How many goals you have this season? How many goals I have this season? I have 5 goals, 8 assists. 8 assists und 5 Tore? 5 Tore, 8 Assists, U3. Bruder, kannst du dir so eine kranke Story ausdenken? Nein, das ist, wenn der kein Fußballer ist, der ist Schauspieler. Das geht nicht anders. Das Ding ist, das einfach nur, weil... Bruder, das Gefühl ist sagt, Brasilien. Nein, guck mal, mein Gefühl sagt mir einfach... Bruder, das ist krass. Mein Gefühl sagt mir einfach, der ist keine 21 Jahre alt. Oder wie jetzt? 21, ne? 22. Ist er nicht? 22. Ist er nicht, er ist älter, aber der ist schon... abgewichst, der weiß schon, wo das lang geht. Eine Frage, also, müssen wir jetzt einen Profi auswählen? Nein. Wir wählen einen raus. So, okay, hören wir uns mal Giuliano an. Giuliano, einfach mal deine Fußballgeschichte. Ja. Erzähl uns mal was da. Ich bin Giuliano, bin 20, wie gesagt, spiele bei Rot-Weiß Essen. Hab angefangen mit 3 bei meinem Opa im Garten, sag ich mal so, der BVA in Alten Essen dann. Bin dann zu Wellermann Löwen gegangen, war von meiner Mutter der Freund, war der Trainer. Hab dann gespielt bis U11 bin ich nach Duisburg, eine höher. Also die U9, U10 bei Wellermann Löwen gespielt, bin dann in der U13 nach Borussia Dortmund gegangen, bis U16, hab dann... Wer war da dein Trainer? Marco Lehmann. Zu schnell geantwortet. Ich Bruder, das war ein straighter Ding. Ja? Ja, U16 nach Rot-Weiß Essen gewechselt, hab dann jetzt bis U19, war da auch Kapitän, war samstags immer so, ich hab U19 gespielt, Junioren-Bundesliga. Und dann sonntags in meiner ersten Mannschaft. Bin dann in die erste Mannschaft, habe 3 Jahre unterschrieben bis 2025. War letztes Jahr ausgeliehen und jetzt bin ich wieder voll dabei. Okay, wer ist bei Rot-Weiß Essen dein Trainer? Christoph Dabrowski. Okay, das kommt. Also das kann hinten. Der hat sogar selber früher Rot-Weiß Essen Spieler war, ne? War er, ne? Früher, aber jetzt nicht. Schon lange nicht mehr. Okay. Gib mal den Ball an Lukas weiter. Das war schon, Giuliano war schon sehr, sehr straight. Oder sehr entweder trocken, der hat die besten Vorträge also, damals in der Schule gehalten. Seine Story. Er sagt Essen auch. Er sagt Alten Essen, alles. Wie heißt die Karna? Wie heißt die Straße? Wo ist das Stadion? Boah, das ist schon krass. Oder Hafenstraße 97a, das kommt so trocken, als wenn nein, ich nach meinem Gewand das Sache, das war mein erster Call, er war mein zweiter Call. Lukas, hau mal deine Fußballstory raus. Ja, also ich habe angefangen mit 3 Jahren im Dorfverein bei mir, TV Elverdissen. Und dann bin ich mit 7 zu ein bisschen größeren Club VfL Thesen gegangen. Ich weiß nicht, kennt man vielleicht. Und mit 9 bin ich dann in die U10 von Arminia Bielefeld gewechselt. Und jetzt seit 7 Jahren spiele ich bei Arminia. Wer ist dein Trainer? Seit 7 Jahren bei Arminia Gabriel Bielefeld? Imran. Wer? Gabriel Imran. Gabriel Imran. Wie steht ihr da in der Tabelle? Neunter. Neunter. Wie ist das im NLZ? Ist das bei Arminia Bielefeld ein Internat, wo ihr schläft? Nein, oder? Nein. Einfach ganz normal. Aber du bist mit 10 da hingegangen und spielst seit 7 Jahren, dann bist du 17. Mit 9 bin ich da hingegangen. Achso, mit 9. Ja, genau. Mit 10 verstanden. Wie oft habt ihr dann Training? 4-mal die Woche. 4-mal die Woche und einmal die Woche spielen. Ja, genau. Er hat 10 gesagt, oder? Indie U10. Mit 9 Jahren Indie U10. Okay. Das ist halt so eine einfache Story. Und oft sind die einfachen Stories die wahren Stories. Die kennen ja auch die Folgen schon, weißt du? Und viele erzählen einfach so eine einfache Story, die eigentlich jeder erzählen kann. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber kann schon. Das ist eigentlich mal der richtige Weg. Dorfverein, früh gescoutet, kommt zum Profiverein und dann spielen sie dann da 7 Jahre. Ja, sehr, sehr schwer. Wir haben auf jeden Fall, also.
Ja gut, die Storys haben mich. Also, komm, also wenn, ich mich wenn, jetzt wenn wir noch, dann, nur nach dem Fußballerischen gehen, nicht dann, an Storys, wir gehen anhand wir gehen des Fußballerischen. Das ist für mich, musste Pedro ja rausgehen, weil er hat als Stürmer, hat er nicht funktioniert. Ja. Weil er hatte Chancen gehabt, 4 Chancen, er hat davon keine Bude gemacht. Seine Story war bei herzzerreißend. Ja, ne? Seine Story war krass, aber nach, wir gehen ja ein bisschen nach Leistung und da würde ich auch sagen, nach der letzten. Es sei denn, wir machen nochmal eine Runde. Und ich finde sogar die erste Runde auch, fand ich ihn auch nicht so krass. Ich war dann nervös. Warte mal, erste Runde habe ich mir sogar hier notiert noch. Kahn, willst du ihn behalten? Du war okay. Eigentlich ja wegen der Story, aber wenn hier, wie die gesagt haben, wenn wir nach der Leistung gehen, dann das reicht nicht. Ne? Null. Und wir gehen nach der Leistung. Ja, dann raus. Also Kahn. Raus, Pedro. Pedro, ich gebe, weil ich sag auch Pedro und dann sind wir uns einig. Haben wir danke, Bruder. Vielen Dank. Dank. Dankeschön. Danke, danke Pedro, Mann. Ey. Brasil, Brasil. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Finale zwischen Giuliano und Lukas. Ein sehr, sehr cooles Finale, wie ich finde. Wir machen jetzt die klassische Block-Challenge. Einige von euch kennen es. 5 Bälle sind da. 1 Verteidiger, 1 Offensivspieler. Wir wollen schnelle Beine sehen, gute Verteidigungshaltung und natürlich auch geile Tore. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit dem Finale. Blocken. Lukas gegen Giuliano. Seid ihr ready? Finale, dann auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. Gut, oh, Lukas. Bruder. Oh, ey, was Alter redest du? Gute sehr, sehr Beine, schnell. Lukas, ey. Sehr, sehr schnell, sehr explosiv, ja. Oh, ja, ja. Da wollte er irgendwann. Gut, Lukas. Krank. Aber er hätte direkt geschossen. Schade, Lukas, schade, aber sehr schade, stark gemacht. Ja, jetzt tauscht ihr die Rollen. Oder der Giuliano ist stark und der Hülle andere. Aber sehr, sehr stark. Ja. Was hat dieser Lukas gemacht? Ja, der so stark. Oh, Lukas hat so krasse stark, Beine, Digga. Bruder, musst du überlegen, sehr stark. Okay, jetzt Giuliano offensiv. Ich bin gespannt, Bruder. Kann starten, wenn du ready bist. Stop that. Oh, gut, gute Bewegung. Schade. Oh. Gut, Giuliano. Sehr schön, Junge. Oh! Oh, er macht Kimes mit dir. Stark, Keeper, ey. Gut, Lukas. Gut, Lukas, überragend, Junge. Aber Bruder, Lukas auch sehr, sehr stark. Boah, ich bin nicht schlauer geworden. Wollt ihr noch einen Durchgang sehen? Habt ihr genug gesehen? Nee, lass mal gucken. Das reicht nicht. Ein Durchgang noch, bitte. Das reicht nicht. Ein Durchgang noch. Okay. Auf geht's, Lukas. Ah. Ja. Ja, guck mal, das macht er gut. Aber guck mal, ist schon kaputt, ne? Genau, das wollte ich. Kondition, Bruder. Da bist du der Mann für. Oh. Gut, Giuliano, easy. Was sagst du konditionell? Da bist du ja, der Mann für Sorge. Jetzt hat man gesehen beim zweiten Durchgang, dass er einfach maximal nachgelassen hat. Er hat auch einfach mal auf 5% abgebaut, weißt du? Jetzt bin ich mal auf ihn gespannt. Wie er performt. Als Profi, du musst, funktionieren. Auch, 90 Minuten. In der 12. Runde kannst du noch performen, oder nicht? Das meine ich ja, weißt du? Jetzt auch unabhängig davon, wie er, was er für Abschlüsse hatte, ich finde, der Giuliano hat besser verteidigt auch. Ja. Ja, der ist ein Allrounder, Giuliano. Der ist ja auch Achter. Wir vergessen eine Sache, das ist immer noch 16 und 20 Jahre. Das sind 4 Jahre. Aber egal, ja, das nein, ist das ist nicht egal. Wallah ist nicht egal. Das sind 4 Jahre. Ja, Wallabila, das ist echt nicht egal. Das sind 4 Jahre. Aber Bruder, 4 Jahre der Kondition mit 16 bin ich gerannt wie ein Esel. Hin und her, das war mir egal. Feuer frei. Oh, Junge, komm. Hat er Rabona ausgepackt? Ja, ja. Bruder, er haut einfach alle rein. Oh, der wollte zu viel, okay. Er wollte noch auf Panda gehen. Nein, ist vorbei. Ich hab genug gesehen. Also, ist vorbei. Okay, okay. Okay. Mach nochmal weiter, Giuliano, komm mal. Stark, Giuliano. Stark. Wallah, krank. Du bist unser Profi. Krank. Er packt Rabona aus, Digga. So, Freunde, wir müssen jetzt die finale Entscheidung treffen. Das war zumindest für mich eine relativ einfache Entscheidung. Ich fange auch gerne an. Ich fand Lukas gut, hat es wirklich gut gemacht, aber in der zweiten Runde hast du von der Kraft her abgebaut. Was Giuliano gemacht hat, war für mich absolut krass. Also der Junge war von Challenge 1 bis zur letzten Challenge einfach immer da, immer gut. Und für mich ist mein Pro-Spieler Giuliano. Für mich auch Giuliano, weil jetzt in dieser Runde hat er das nochmal, das war nochmal das i-Tüpfelchen. Der Lukas hat, wie Diar das gerade gesagt hat, schon irgendwann krass abgebaut. Giuliano hat sehr, sehr gut verteidigt auch. Und in der letzten Runde auch alle Flanken, die er geschlagen hat, alle Schüsse, die er abgeliefert hat,
Also ich fand die Runde auch tatsächlich am einfachsten und gehe mit Giuliano als Profi. Ja, also ich auf jeden Fall auch. Also ich habe auch gesagt, Giuliano war schon von Anfang an mein Favorit gewesen. Optisch war Pedro Nummer 1, dann Giuliano. Und er hat in allen Challenges, die ich jetzt mir notiert habe, hat er immer durchschnittlich eine 2. Also weißt du, wo ich dachte, ey, war jetzt nicht Bombe, aber der Junge hat immer konstant bei jeder Übung perfekt Gas gegeben, perfekt seine Leistung gemacht, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und bei der letzten Übung hat man einfach gemerkt, dass der Bielefeld-Spieler einfach, der Lukas, keine Condition hat. Nächstes Mal trainieren wir zusammen. Ich kann mich euch nur anpassen. Ne? Also Pedro ist auf jeden Fall der lebende Beweis, dass das Äußere täuschen kann und nur die inneren Werte zählen. Also die Story war auf jeden Fall krass. Ne? Dieses Brasil und Favela und hier und dies und jenes. Der kommt aus Brasilien. Vielleicht stimmt die ja. Auch. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, wer jede Runde überzeugt hat, ne? Sei es mit Pässen, Vorlagen, Schuss und auch die defensive Arbeit, war auf jeden Fall Giuliano, ne? Gehe ich so 100% mit, ne? Und ich denke mal, das heißt für Profis. Okay, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Da würde ich sagen, genau jetzt darf der wahre Pro-Spieler bitte nach vorne treten. Ja, war doch klar. Alter. Ja, warte. Ja, doch, er war safe. Er ist 42%, oder? Was? Was? Nein. Wie? Wie? Was redest du? Nein. Krass. Ey, Bro, ich sag Bros? Ich sag euch, ich hab einen 2-Pros. Khalil, du warst von Anfang an mein Call eigentlich. Aber ich habe auch hier dem Khan gerade gesagt, als du widersprochen hast und gesagt hast, ich habe heute nicht meinen Tag und so, habe ich gesagt gehabt, das wird der nicht machen, wenn er kein Profi wäre. Der wird dann einfach sagen, ja, drauf geschissen, ich habe einen scheiß Tag gehabt. Ich habe nicht gewonnen, aber du wolltest aber drin krass, bleiben. Ich schwöre, Bruder, du hast mich maximal geflasht. Ich hätte das niemals im Leben gedacht. So auf die anderen. Hä? Glaubst du jetzt, dass ich 16 bin? Ja. Zeig mal bitte einmal deinen Oberschenkel für 16 Jahre. Ja, es ist. Vergleich mal, Lukas, zeig mal deinen. Doch, auch stark. Aber auch stark, auch stark. Doch, ich habe euch gesagt, lasst euch nicht so schnell täuschen. Seine Defensive ist wichtig. Was habe ich euch gesagt? Ja, aber doch, Bruder. Ihr habt mich. Guck mal, eins muss ich auch noch sagen. Ich war 2 Monate verletzt und seit sozusagen 2 Wochen bin ich erst auf dem Platz, deswegen bin ich auch nicht so ganz fit. Deswegen habe ich heute nicht meine toppe Leistung gezeigt, aber ich hoffe. Aber das alles stimmt, dass du bei Viktoria Köln. Viktoria Köln. Stimmt alles. Ja, ja. Story, alles stimmt alles. Alles, ne? Stimmt. Lukas, bei dir auch alles. Du bist mit U9, also mit 9 zu Bielefeld und seitdem ganze Jugendabteilung bei Arminia Bielefeld. Stark. Lass uns mal jetzt die anderen anhören, das interessiert mich aber auch. Wir waren ja trotzdem gut, ne? Wir sind mit ihm bis zum Finale gegangen. Bis zum Finale ist gut. 100%. Also bei Ibra will ich als erstes wissen, mit Bruder und so, dass die Story alles also, 100% real, ja, ich bin der große Bruder von Arjen Ibrahimovic. Und die Story mit Serie B war gelogen. Ich habe die ganze Jugend beim 1. FC Nürnberg gespielt, angefangen bei TuS Nürnberg. Und jetzt bin ich, mein ersten Herrenjahr habe ich bei der Bayernliga gespielt. Den Verein will ich nicht so nennen, ich will keine Werbung für die machen. Derzeit bin ich vereinslos, mal schauen, was sich so ergibt jetzt bis Winter. Und ja. Sehr, sehr cool. Stark. Du bist Bayernliga 6. Liga, ne? 5. Fünfte Liga. Ich weiß nicht, Oberliga oder so ist es hier. Wie Oberliga hier, genau. Okay, krass, also Story war auf jeden Fall real. Jetzt Pedro, wir sind sehr gespannt. Ja, my story, what I said is everything. True, you know, only the final is not true. I don't play for Freiburg, but I really got my chance to play in professional club in North Ireland. I couldn't play for my vision. I had these problems with my ex-agent in Brazil when I stopped to play football for 3 years. And then I left everything. My family came to Europe. And the final is also true. Never give up of your dreams, youngs. Nice, bro. Danke. Strong guy. Keep believing in yourself. Marc. Ja, bei mir war die Story mit Schalke gelogen. Ich habe von der Jugend an, von der U8 bis zur U14 beim FC in der Jugend gespielt, also beim 1. FC Köln. Dann hatte ich keine Lust mehr gehabt, das wurde zu viel. Mit dem Trainer hat es nicht mehr so gepasst. Dann bin ich von dort aus weg. Bin dann zu meinen Freunden zum FC Pesch gegangen. Von dort aus dann habe ich 5 Jahre bei der Fortuna Köln gespielt, bis zur U19 Bundesliga. Dann bin ich nach Düren gegangen, dann kam Corona. Dann habe ich da 1 Jahr im Herrenbereich gespielt. Habe regelmäßig
was heißt regelmäßig, konnte bei der ersten Mannschaft oft mittrainieren und jetzt aktuell spiele ich bei uns in der Kreisliga A. Aber du hast Düren Regionalliga und so? Mitte-Rheinliga trainiert, ja, aber die zweite Mannschaft war Landesliga und jetzt aktuell Kreisliga A. Aber konnte er auch erst als Köln, Victoria U19, Fortuna U19 Bundesliga alles miterlebt. Der hat U19 Bundesliga gespielt, der war schon gut. Danke, Marc. Soll ich als letztes erzählen oder soll erst? Ja, dann mach Costa gerne, dann hören wir Giuliano zum Schluss. Ja, ich habe bis zur U13 in Melle gespielt. Ich weiß nicht, ob man kennt, vielleicht ist ein Club, Nava. Natürlich. Genau. Kennst und du bin Club dann, ja, ja. Hab dann bis zur 16 bei VfL Osnabrück gezockt. Bin dann nach Hannover 96 gewechselt. Ich habe da 2 Jahre im Internat gelebt. Bin dann das zweite Jahr U19 wieder nach Osnabrück. Hab dann mein erstes Herrenjahr in Lotte gespielt, in der Regionalliga West. Habe ich 25 Spiele gemacht. Wann war das? Vor 2 Jahren. Dann letztes Jahr bin ich in Lotte immer noch geblieben, habe dann Oberliga da gespielt, auch 25 Spiele. Und jetzt spiele ich nur noch in der Verbandsliga leider. Bist du wirklich 21? Ja. Stark. Du bist 21 gerade? Ja, ich bin 21. Und du hast Regionalliga West-Spiele gemacht? Ja, ja. Krass. Stark. Das ist schon sehr, sehr krasses Niveau, ne? Dankeschön. Schon sehr, sehr gut. Danke, Costa. Jetzt bin ich auf Giuliano gespannt. So, sorry erst, was ich gelogen habe, aber die Story stimmt zu 95%. Ich habe tatsächlich bei RWE gespielt, U19 auch, war in der ersten Mannschaft, bin auch mit aufgestiegen in die dritte Liga. Dann gab es das Gespräch, auch an meinem Geburtstag, ob ich bleibe oder nicht, 3 Jahre. Da hat mein Berater gesagt, so, nee, wir haben was anderes für dich. Ich habe mich lumpen lassen von ihm, sage ich mal so gut. Deswegen gebe ich an jeden jungen Spieler einen Tipp, vertraut nicht eurer rechten Hand, sage ich mal so, denn die kann ich im Schatten auch verlassen. Habt lieber jemanden, den ihr wirklich vertraut an eurer Hand und nicht, der euch mit euch rausgeht und sonst was und dann links liegen lässt. Wer hat dich? Ich hatte einen Berater. Dein Berater? Genau. Wie alt bist du? Du bist aber 20, ich bin 20, ne? Alles stimmt. Aber sehr starker Kicker, ja. Du hast bei Borussia Dortmund auch die Ausbildung? Genau, alles war richtig. Nur, dass ich bei Rot-Weiß Essen aktuell nicht spiele. Bin dann von Stuttgart 2 bis Hannover 2 und immer wurde mir gesagt, warum hat dein Berater dich hier angeboten? Eigentlich brauchen wir keinen Spielertyp wie dich. Hab dann letztes Jahr in der Oberliga 29 Score auch gemacht, 22 Vorlagen, 7 Tore. Dann kamen auch Regionalliga-Angebote, aber das war nicht das, wo ich sage, das war ein unteres Mittelfeld, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt dahin zu wechseln. Dann bin ich jetzt hier in Essen, bei Schwarz-Weiß Essen, Oberliga und immer noch ein Top-Team, aber auf jeden Fall vor, so schnell es geht, auf jeden Fall hoch. Genau, habe jetzt auch einen neuen Berater, aber ja. Wo bist du denn jetzt aktuell? Bei Fußballverein? Ja. Schwarz-Weiß Essen, Oberliga. ETB, genau, richtig. Oberliga ist das? Da bist du jetzt aktuell. Ja. Du hast ein Jahr Vertrag da? Genau, ein Jahr jetzt bis zum Sommer. Könntest du dir auch vorstellen, ins Ausland zu wechseln? Ja. Okay, alles klar. Stark. Sehr stark. Giuliano, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hätte da auf jeden Fall ein, zwei Ideen. Freunde, eine wirklich richtig coole Folge. Danke nochmal an meine Jurykollegen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Danke, dass wir hier sein durften. Hammer, ehrlich. Hammer. Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Achso, ja klar.